Moin, moin und guten Tag. Ist vielleicht noch Schnaps da nach einem harten Arbeitstag, geht direkt an die Bar. So, moin, hier ist der Eulenköper aus dem Lemmy Inn mit dem letzten an der Bar. Leider nur einer heute. Stefan vom Streso, mehr der Vorsitzende vom Verein. Eigentlich wollte Jens noch mitkommen, ist sein Stellvertreter, ne? Ja. Aber der ist leider verhindert. Aus Gründen. Aus Gründen, ja. wegen zwei Strichen. Weiß wohl jetzt jeder, was gemeint ist. Ja, wir wollen ein bisschen über das Streets Open Air oder Streets Rock, wie es auch genannt wird. Streets Open Air. Ja, eure Seite ist Streets Rock, ne? Wir sind Streets Rock e.V. Und wir machen das Streets Open Air. Das, was er sagt. So, genau, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, weil das steht bald an, Mitte September. Jo. Und ist auch eigentlich dann wahrscheinlich das letzte Festival hier in der Region, ne? Ja, soweit ich weiß, ist das so. September ist halt angedacht, weil es eben das letzte ist, damit man keine Gegenkonkurrenzveranstaltung macht mit irgendwen. Ne? Jeder soll und will sein Fest feiern, möglichst ungestört. Und da sind wir halt in den September gerutscht. Ja, wir haben vergessen. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, Prost. Ist mir auch mal eine Freude. So, Streets, das ist jetzt dieses Jahr das dritte offizielle, aber insgesamt schon das vierte, ne? Richtig. Das erste war ja diese private Fete für Timo. Was denn so auf dem Rockharz-Festival während unserer Klickengemeinschaft dort so entstanden ist. Und ja, danach haben wir gesagt, wollen wir wieder machen. Und dann hatten wir ja Yippie-Yay, gleich Corona, haben das Unmögliche wahrgemacht, haben 2020 in den allerhöchsten Corona-Vorschriften und in dem allergrößten, keine Ahnung, was passiert, haben wir unser Rocktober, wie so man das so schön genannt hat, gefeiert, was absolut ein Erfolg gewesen ist, finde ich. Und ja, letztes Jahr halt. Dann nochmal mit Corona, aber wesentlich entspannter, da wir es tatsächlich geschafft haben, warst ja selber da. Jeder, der auf dem Infield gekommen ist, dass wir keine Masken getragen haben auf dem Infield und wir hatten da freie Bahn mit Marzipan. Ne? Genau, da war ich auch echt überrascht, als ich da angekommen bin, weil ich dachte, dass wieder mit Abstand und Maske und so, aber dann musste man wirklich nur 3G-Nachweis bringen. Richtig. Und da drin war alles wie früher. Richtig. Da wurde gedrückt, getanzt. Konnten wir auch ganz ruhig machen und mit ruhigem Gewissen, weil jeder, der sein Bändchen bekommen hat, hat das in irgendeiner Form nachgewiesen, dass er halt gesund, putzmunter, wie es damals die Regierung haben wollte, wenigstens geimpft drinne gewesen ist. Ja. Und ja, ich war auch überrascht und ich war auch sehr dankbar. Ja, ich muss hier auch mal dem Gesundheitsamt und unserer Samtgemeinde mal einmal Danke sagen, dass sie das überhaupt so mitgetragen haben. Nee, war klasse, ne? Und hinterher waren natürlich ganz viele Töne, oh, hätte man das gewusst? Ja, Leute, eigentlich hat man es gewusst, weil es stand überall geschrieben. Wieder, ne, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, ja, und letztes Jahr war ja auch das erste Mal mit Zelten, ne? Letztes Jahr war das erste Mal 2 Tage, ja. Genau. Und richtig mit Camp und so, weil wir in 2020 tatsächlich gesehen habe, oder vielmehr 2019 und 20 habe ich das ja mehr oder weniger doch alleine auf meine Schultern genommen, ja, die ganze Veranstaltung. Da gab es den Verein noch nicht. Und in 20 war ich auch sehr dankbar, dass da so viele Leute waren, dass das vom Tragen ja gar kein Thema gewesen ist. Aber man macht sich dann seine Gedanken. Ne? Und das ganze Gerödel um das vorzugsweise hinzubekommen, da hat man dann auch gesagt, nee, also das müssen schon alleine wegen dem Aufbau, dem Vorhalten und Abbau, das muss schon 2 Tage sein, damit mal irgendwie da ein Flair reinkommt und wir auch selber mal Ruhe haben, ne? Weil du bist ja echt bis Tag vorher 22 Uhr am Aufbau, dann hast du die Veranstaltung, da stehst du auch nur unter Strom, dann sind alle weg und dann baust du wieder ab, ne? Wie viel Zeit fließt da so rein? Also wenn man jetzt ein Festival organisiert, dann muss man ja unglaublich viel beachten. Also allein, was man an behördlichen Auflagen bekommt und wie viele Stunden im Jahr opferst du jetzt für Streets Open Air?
Ja, ich hätte gewusst, dass die Frage kommt. Ja. Hätte ich meine Frau mitgebracht. Die hatte ich lange nicht gesehen, oder was? Nein, das nicht, aber der fällt da schon mehr auf mir. Ne? Ja. Also wenn ich mich vorm Rechner setze, also alleine so, gehst du mal gucken, E-Mail checken oder ein bisschen Facebook. Ich habe mir angewöhnt, dass ich alle Freunde, die ich jetzt inzwischen so habe, das ist ja doch eine ganze Latte geworden, die kriegen täglich von mir Geburtstagsglückwünsche übermittelt. Aber wenn du in den E-Mails guckst, dann guckst du nochmal auf der Homepage, dann bügelst du nochmal den einen oder anderen Fehler aus, dann steuerst du nochmal sachlich was nach. Aber ich sag mal, in der Woche sind, glaube ich, 20, 25 Stunden nichts. Frauke könnte ja jetzt das mal, wenn das veröffentlicht ist, kommentieren, ob das stimmt oder ob es mehr ist oder weniger. Ja, die würde sagen, untertreibt man nicht, Ja, aber okay. nee, das ist schon so, ne? Und du hast ja früher aber sowas noch nicht gemacht oder hattest du schon Erfahrungen? Nee, ich bin tatsächlich dadurch, dass wir unbedingt für Timo eine Veranstaltung machen wollten, Ja. wohlbemerkt bei 6 Leuten mit Wohnwagen, mit Grill, einem Lagerfeuer und ein bisschen Hintergrundmusik. Sind ja, wer 2019 da war, es sind dann 4 Bands geworden, Live-Auftritte mit allem, was dazugehört. Nee, ich bin tatsächlich ins kalte Wasser. Also, ich habe, da muss ich mich auch bei Malte von Incantatem entschuldigen, den habe ich immer einfach so angerufen, habe gesagt: Mensch, ihr müsst mal kommen, Kumpel und so. Hat er gesagt: Ja, wir kommen. Was hast du denn da? Aktive Boxen, dies, das, jenes, wie viele Mikros, Mischpult, Mischer, wer mischt ab und dies, das, jenes. Ich sage, ja, nee, du, also wir haben Feuer, wir haben Grill, ihr könnt doch mal kommen und ein bisschen spielen. Und dann sagt er, du, wir sind eine Band, die wollen schon ein bisschen mehr, also wir brauchen Technik. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wird das wohl nichts. Ne? Also das war der erste saloppe Versuch sozusagen. Meine Frau kennt halt Malte, deswegen kam der Kontakt zustande. Und dann bin ich bei King Lyrik gelandet. Ja. Weil King Lyrik hat ja, der Sänger, ist Feuerwehrkamerad, und den habe ich in Celle kennengelernt auf dem Lehrgang. Saß neben mir, ich nenne ihn mal sympathischerweise Weihnachtsmann. Und dann habe ich mich mal mit dem unterhalten und der hat gesagt, du bist doch besoffen. Ich sage, du, ich bin auf dem Rockharz. Natürlich bin ich besoffen. Dann sagt er, melde dich nochmal, wenn du zu Hause bist, komm mal vorbei und wir reden nochmal. Ne? Und Jens muss ich tatsächlich zugeben, dann bin ich zu Jens hingefahren und der hat mich dann mal so ein bisschen über alles so aufgeklärt. Und dann habe ich so gesagt, ach du Scheiße, ist aber dann muss das wohl gelingen. Und das war ja noch die erste inoffizielle Das war Ausgabe, die ne? erste inoffizielle und das ist, ja. Und ich nehme an, dass es 2020 nochmal wesentlich komplizierter wurde. Jetzt mal ganz abgesehen von den Corona-Auflagen, die ihr hattet. Ja, 2020 eigentlich eher weniger, weil die Bands aus 19 haben ja gesagt, ja, Wiederholung machen wir mit. So, und da war aber auch klar, was wir brauchen. Also wir brauchen einen Auflieger und am besten zwei statt nur ein. Also waren auf einmal zwei Auflieger da, dass die Bühne ein bisschen präsenter ist. Ja, dann war ja Parasit da, dann war Razor da. Dann hatten wir Supernova angeschrieben, die wollten auch kommen. Das ging dann aber nicht aus privaten Gründen. Dann ist er After the White mit aufgetaucht Ja, genau. und Into My World war ja auch da. Das war dann aber auch schon wieder so kein Ding, weil du hast die Bands angeschrieben und du wusstest ja, okay, du brauchst ein Mischpult, ein bisschen anders. Und wenn wir es dann nochmal aufziehen, wie wollen wir es machen? Und dann das Soundsystem hat dann der DJ, also hier Wendland Sound, hat gesagt, Technik ist an der Kotzgrenze, müssen wir mal selber gucken. Und dann haben wir halt erstmal klickenmäßig überlegt, ob der Landkreis Lippe-Damberg überhaupt ein Metal-Festival braucht, ob wir das dann auch so wollen oder nicht. Und dann haben wir gesagt, ob sie es brauchen oder nicht, sie kriegen es einfach. Und dieses Jahr ist ja wieder mit 2 Tage, ne? Ja. Und gibt es noch irgendwelche Neuerungen? Ja, also wir haben 2 Tage Musik. Ja.
Allerdings haben wir uns inzwischen überlegt, weil die ganze Gesamtsituation doch sehr spannend wird, was machen wir, damit man zu uns kommen will, ne? Also es ist ja schön, dass man sagt, ey, ich mache ein Rock-Metal-Festival und dann sind wir ja auch in dem Underground-Bereich, ne? Was von der Qualität her aber, weißt du selber, also da gibt es ja nichts dran auszusetzen. Und Die wissen schon alle, was sie tun. ja, ist der Hammer. Und wir arbeiten uns ja so langsam so, ich sag mal, in die B-Prominenz vor. Das geht halt alles hier zwischen Daumen und Zeigefinger. Und wenn man neu ist und klein ist und am Start ist, man will ja auch den Ticketpreis nicht künstlich in die Höhe ziehen. Ne? Nur weil ich sage, hey, ich brauche jetzt mal die Toten Hosen. Natürlich bringen sie mir 1000 Besucher, aber was kostet das denn alles? Ne? Aber gut, anderes Thema. Nein, wir haben jetzt gesagt, du bist neu, wir sind ein kleines Festival und warum soll man denn ausgerechnet zu uns kommen? Ne? Weil es gibt ja genügend andere in unserer Größe mit dem gleichen Ziel. Und dann haben wir gesagt, wir packen jetzt mal in Donnerstag, damit die Leute auch möglichst schon irgendwie Donnerstagabend kommen, damit sie Freitag die volle Dröhnung miterleben dürfen oder können. Packen wir jetzt Donnerstag schon mal so einen Karaoke-Wettbewerb rein. Talentsichtung. Talentsichtung tatsächlich. Ja, wir haben ja gemerkt, in den pa also in der 21. Wir haben das erste Mal gesagt, Mensch, lass uns mal die Pause nicht nur mit Dosenmucke, sondern auch mit Karaoke füllen. Und das ist ja doch wirklich recht gut angekommen. Und tut keinem weh, ne? Die Bühne bauen wir fertig. Und dann haben wir uns jetzt auch überlegt, wenn wir schon so ein Karaoke-Wettbewerb quasi. Übrigens, Karaoke, wer gewinnt, kriegt auch Tickets. Es gibt eine Jury und es gibt dann auch vom Publikum die Bewertung, die eigentlich am Hauptzähler sitzen und die Kommazahlen, die machen dann drei, vier Leute aus dem Verein. Aber wer dieses Jahr schon ein Ticket gekauft hat und teilnimmt, kann für nächstes Jahr ein Ticket gewinnen. Und wer dieses Jahr sagt, er kommt zum Karaoke und entweder kauft eine Armkasse oder er gewinnt ein Ticket, warum nicht, ne? Vielleicht ist die eine oder andere Nachtigall dabei. Ja. Nee, gut, haben wir uns überlegt. Auch nicht, dass jetzt alle erst im Karaoke kommen. Ja, du. Also den Donnerstag haben wir total easy geplant. Ja. Ne? Wir haben gesagt, die Leute sollen anreisen, dann können sie auch gerne ein Bierchen trinken, kommen. Ne? Und eben halt den Karaoke-Wettbewerb verfolgen. Und da kann kommen, wer will. Donnerstag ist auch ohne Eintritt oder sonst was. Das ist halt Amüsierung oder Entertainment am Donnerstagabend. Damit die Leute eben Lust bekommen, auch schon Donnerstag zu kommen. Ja. Ne? Und könnte man da schon zelten? Denn ja. Ja, wer Donnerstag da ist, kann aufbauen und ist gut. Okay. Und die Bands, bewerben die sich bei euch auch oder schreibt ihr die explizit an? Also, was in 2021 passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Also, das ist explodiert. 2020 oder zu 2020, natürlich No Name, ne? Also wir, No Name. Habe ich Bands angeschrieben, wie Intomalvolt oder Supernovas. Muss man ja quasi dann auch. Tja, und dann kommen die ja auch. Und 2021 oder die Bands für 2021 habe ich mir gesagt, weil 2020 durch den Wegbruch Supernovas habe ich mir persönlich gesagt, dieses Rumrudern, eine Ersatzband zu finden, das geht so nicht, weil ich saß ja tatsächlich irgendwie 4 Wochen nur am Rechner und habe E-Mails geschrieben, YouTube rauf und runter, die Richtung, die Richtung und dann wirst du zu Bands verlinkt und dann habe ich weiß nicht, 2020 da im Juni, und ich habe da so viele Bands angeschrieben wegen Ersatz und die haben dann geschrieben, wer sie sind und wo was und dann habe ich bei YouTube halt Bands gefunden. Und dann habe ich die auch Jens präsentiert. Und dann sind wir uns quasi einig geworden, dass man die und die und die und die nehmen kann.
Dann hat man ein bisschen intensiver mit denen geschrieben, auch wieder das Thema zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dann haben wir uns auch überlegt, was wir 2020 überhaupt wollen, ne? Mit aus oder 21 mit ausgehen. Und so kam das, dass wir tatsächlich im November 2020 hatten wir das Line-up für 21 fertig. Und dann ging das immer weiter irgendwie. Dann habe ich weitergemacht, habe ich Bands angeschrieben, 2020 noch und 21 auch. Ich habe einfach weitergeschrieben, in der Hoffnung, dass 2021 vielleicht auch eine zweite Bühne schon da ist. Ne? Man weiß ja nicht, wie 2020 ist. Und dann hast du weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und dann hast du auf einmal, zack, bums, die irgendwie die ersten 50 Bands. Und dann hat 2021 stattgefunden. Und die da gespielt haben, alle Bands durchweg, die haben tatsächlich richtig gut Werbung gemacht und inzwischen ist das so, ich kriege jetzt Bewerbung, das glaubst du nicht. Okay. Also durchsortiert von dem, was hörbar ist, können wir jetzt aussuchen aus dem Pool von, wir sind schon an den 200 Bands ran. Ne, das was, ist ordentlich. Also, was das abdeckt, was wir jetzt präsentieren. Und ja, und es kommen immer mehr Kontakte und man freundet sich immer mehr auch über Facebook mit Leuten an. Und Mensch, 21, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Und das reflektiert jetzt tatsächlich. Und dieses Jahr gibt es ja jetzt einen kleinen Wermutstropfen, ne? Die Haus- und Hofkapelle kommt leider nicht. Ja, das ist kein kleiner Wermutstropfen, das ist ja, es war untertrieben. Das ist eine Tragödie, also für mich persönlich. Ja, Restbestand stellt sich neu auf. Die Neuaufstellung ist in vollem Gange, aber die schaffen es halt leider nicht, alles so einzustudieren mit der Neuaufstellung, dass die zum Store ja, für die Fans zufrieden präsentieren können. Ne? Ich denke, dass sie nächstes Jahr zwei Sets spielen müssen, eins kostenlos auf jeden Fall. Ja, nee, das ist wirklich traurig. Also ja. Restbestand ist eine befreundete Band und ganz besonders Hannes ist ein ja, richtig Kumpel von mir. Und ja, nee, also das tat auch richtig weh, das hinnehmen zu müssen. Aber ich kann das nachvollziehen und ich finde das auch gut, dass man sagt, lieber einmal nein, statt 1000 Leute zu vergrätzen, weil das Feintuning noch nicht da ist, was eine Band haben möchte. Ne? Von daher, ja, also ja. Wirklich kacke, aber wie gesagt, wir haben unser Pool und da sind wir tatsächlich auch so fair und gehen nach Bewerbungsdatum und wie einreichen und auch so genremäßig, ne, dass das nicht zu weit auseinanderklafft. Ja, und dafür haben wir da muss Salz dran. Genau, die sind eingesprungen. Die sind eingesprungen, haben auch nach gar nicht langer Wartezeit sofort ja gesagt. Von daher hat das Festival dieses Jahr auch die richtige Würze, ne? Schön gesagt. Okay, dann sehen wir uns im September. In Streets, hoffentlich. Ja, gehen wir mal von aus, ne? Ja. Schön, dass du da bist, Stefan. Ja, ich bedanke mich. Endlich mal nach 2 Jahren ohne Maske. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal oder in Streets. Tschüss.